So, jetzt scheinen alle Pferde in den Boxen zu sein und der Start zum Schwarzkopfrennen. Vierte Tagesprüfung erfolgt. Reiterlos am Start wurde It's a Privilege. Die 8 am Start reiterlos und so geht es zunächst mal die Kastanienallee hinunter. Im strömenden Regen hat Theo Dannon das Kommando übernommen. Und dahinter sortiert man sich noch. Da sehen wir Nelke an zweiter Position. Der reiterlose It's a Privilege kommt jetzt hier in vorderer Linie ebenso an. Dann sehen wir dahinter die Farben von Rose Bay. Dann folgt an der Außenseite Reed Desert vor Marunas. Und am Schluss des Feldes Dorado. Ausgangs der Kastanienallee ist Theo Dannon weiterhin vorn. Nelke an zweiter Position. Dahinter an der Innenseite Rose Bay. Viertes Pferd Reed Desert vor Marunas. Und am Schluss geht Dorado. So geht es nun den Berg hinauf. Theo Dannon hat das Kommando weiterhin, führt hier mit gut anderthalb Längen an zweiter Position Nelke. Dann sehen wir an der Innenseite weiterhin die Farben von Rose Bay. Reed Desert dahinter, Marunas schon etwas geschoben von Dennis Schirgen und außen versucht sich dann oberhalb des Berges nun Dorado heranzuhalten. Aber vorne marschiert Theo Dannon im Schlussbogen. Theo Dannon hat einen Vorteil von 2-3 Längen, dahinter Rose Bay im Nachsetzen. Weiter außen Nelke unter Druck, dann kommt von hinten Dorado ins Bild. Aber Theo Dannon an der 400-Meter-Marke in der geraden Vorn. Theo Dannon, dahinter kommt ganz außen Dorado besser in die Partie. Weiter innen versucht Rose Bay. Theo Dannon ist vorn. Rose Bay, jetzt hartnäckigster Angreifer. Dahinter auf Platz 3 Dorado angekommen. Und Rose Bay an der Innenseite jetzt vorn. Martin Seidel mit Rose Bay ist hier auf den letzten 150 Metern nicht mehr einzuholen. Rose Bay gewinnt souverän. Dahinter stürmt innen noch Marunas heran. Holt sich noch das zweite Geld vor Theo Dannon. Dann Dorado und dahinter war es noch eng zwischen Nelke und Reed Desert. Und der vorläufige Richterspruch zum vierten Rennen im Schwarzkopfrennen siegte mit der Programmnummer 6 die vierjährige Stute Rose Bay. Auf dem zweiten Platz die 2 Marunas vor der 7 Theo Dannon und das vierte Geld für die 1 Dorado. 6-2-7 und damit der zweite Tagestreffer für das Gespann Markus Klug und Martin Seidel. Diesmal Rose Bay im Besitz von dem Stall 5 Stars oder 5 Stars. Die Gino-Tochter heute hier erfolgreich im vierten Rennen.